Punkt 12 Uhr standen die Baumaschinen still. Grund dafür die Spatenstichfeier. Denn hier in der McDonaldstraße 1 beim Shoppingcenter Apfelmoor in St. Lorenzen wird circa Mitte des Jahres eines der modernsten McDonalds-Restaurants stehen. Für Eigentümer Andreas Gamsjäger ein sehr bedeutsamer Tag, der 30. März 2017. Es ist wirklich ein Meilenstein. Es kommt der 5. Betrieb in St. Lorenzen im Mürztal. Wir haben heute den Spatenstich gehabt. Ich war wirklich begeistert, dass so viele Leute da waren. Alle umliegenden Firmen, Bürgermeister, alles was Rang und Namen hat, war da. Eine tolle Feier und ich glaube, das ist ein gutes Omen. Das Wetter war uns huldig und so, glaube ich, haben wir gute Voraussetzungen, den Betrieb hier zu errichten. Wir schaffen hier 40 Arbeitsplätze. Wir haben dann 130 Sitzplätze innen, 130 im Garten, ein Spielland für Kinder außen, einen eigenen Partyraum innen. Also man kann sich überraschen lassen. Es wird ein ganz toller und ganz ein moderner Bau. Das McDonald's-Restaurant in St. Lorenzen wird nicht nur beste Qualität, sondern auch ein innovatives und hochmodernes Gastronomieerlebnis mit dem modernsten Bestellsystem von McDonald's Österreich sowie dem neuen Konzept Mein Burger ausgestattet sein. Und darüber freut sich auch Bürgermeister Doppelhofer. Ein besonderer Tag, Herr Bürgermeister, heute? Natürlich ist heute ein ganz besonderer Tag, aber ich glaube nicht nur jetzt für mich persönlich. Es ist, glaube ich, für die Region ein besonderer Tag. Es ist für unsere Einkaufsgemeinschaft hier am Apfelmoor ein besonderer Tag. Es ist für die Bevölkerung, denke ich, ein besonderer Tag. Ich glaube, mit McDonald's haben wir hier jemanden, der es durchaus versteht, Qualität zu bieten, aber auch Umweltbewusstsein. Und das ist mir in diesem Fall jetzt einmal wichtig zu sagen, die bemühen sich wirklich hier von dem Image des Wegwerfproduktes bzw. des Fastfoodes ein bisschen wegzukommen. Ich denke, man bemüht sich hier generell, Qualität zu liefern. Und natürlich ist es für uns als Gemeinde wichtig, dieser Tag heute. Wie man ja gehört hat, werden hier doch sehr viele Arbeitsplätze entstehen. Das ist eine Aufgabe der örtlichen Kommunalpolitik, immer ein bisschen für Infrastruktur zu sorgen, aber auch für Arbeitsplätze zu sorgen. Und das, denke ich, ist heute wirklich, ist es wert, dass man das genießt und feiert. Zu den Gerüchten, dass der Neubau in St. Lorenzen die Schließung in Bruck an der Mur zufolge haben soll, ist nicht richtig. Natürlich, es gibt immer wieder Gerüchte. Die Zeitungen haben schon geschrieben, wir sperren in Bruck zu. Nein, das ist nicht so. Bruck ist mein bestgehendster von den 4 Betrieben, die ich bereits habe. Den werden wir natürlich nicht zusperren. Wir werden am Anfang ein bisschen was spüren, einen kleinen Umsatzrückgang. Aber der bleibt offen und ist natürlich ein guter Standort und wird nicht geschlossen. In 16 Wochen wird McDonald's in St. Lorenzen, McDonald's Straße 1, eröffnen. Und Sie sind doch mit dabei, oder?